Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Novak Supax bei C-Gen, Seitec Turbocon 18 MHz. Schon geht es los mit der englischen Eröffnung. D3, D, nein, D4, D5. Wir hätten Tarrasch werden können mit E3. Es wird auf D5 genommen, der Springer nimmt und es wird sich weiterentwickeln. Läufer C4 und Läufer D5 schlägt ED. Ihr seht ja, was hier abgeht. Die Figuren werden getauscht, entwickelt, getauscht. Das war wohl, damit der C6-Bau nicht ein isolierter Bau auf der C-Linie wird. Turm B7, Dame A5. Vielleicht hätte man auch rochieren können, macht aber nicht. Dame nach D4, A4. Die Partie nimmt einen spannenden Verlauf hier. Jetzt wird auch mit Weiß rochiert. Während der Lippo erstmal geschmeidig gucken muss hier, ja, der Novak hat hier die schwarzen Steine. Turm D8. Der Turbo King, sagen wir mal so, neigt zu gewissen Aussetzern in Blitzpartien. Die sind nicht alle so fantastico, wie man sich das vorstellen würde. Und jetzt hier wird nichts eingefangen mit Läufer und Fesselung, weil die Dame wird angegriffen. Das wird dann hier weggetauscht und ein verschiedenfarbiges Läuferendspiel. Man könnte meinen, das wäre unentschieden. Der geneigte Fachmann guckt sich die Stellung an und meint, das ist doch klar. Die Freibauern, die entscheiden doch die Sache, Lippo. Und der Lippo, er setzt all sein Geld auf die weiße Stellung, während der Fachmann sich die Haare rauft und mit dem Hammer auf den Tisch klopft, um zu protestieren. Das ist doch alles schon gelaufen hier. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Diese Freibauern, die werden fantastikomäßig die Partie gewinnen und hier wird noch ein Bauer getauscht. Man vermag es nicht zu glauben. Was soll denn da passieren? Säuselt er vor sich hin, kann es nicht glauben. Was für ein Idiot. Aber der Lippo, er hat viel gesetzt, wird er viel verlieren. Nach weiteren Turmschachs und Läuferzügen und weiteren Zügen wird der A-Bauer flott gemacht hier. Und es werden sogar noch Figuren getauscht hier. Und man vermag es nicht zu glauben, was hier noch passieren wird. Der Schachcomputer möchte den Läufer nicht geben gegen den Bauern, er lässt ihn lieber zur Dame durchwandern. Da wäre logisch gewesen, einfach den Bauern wegschlagen und einer der Bauern kostet sowieso den Läufer und dann ist es gewonnen. Aber nein, er wollte das halt nicht so. Er lässt sich lieber mattieren hier, während sich die Zuschauer das die Haare raufen und der Lippo die ganze Kohle einstreicht. Vom gepaintenen Mitwetter hier. Was wette ich auch mit Idioten? Gott, bin ich ein Idiot. Und hier seht ihr, der Lippo muss die sämtlichen Puppen hier erstmal aufbauen hier, wie bei einem normalen Schachbrett. Das geht hier natürlich super flott. Und weiter geht es. Der Turbo King spielt von oben nach unten und ich weiß nicht, wie man das Brett dreht, dass er von unten nach oben spielt, wenn er die weißen Steine hat. Hier eine Art symmetrische Verteidigung oder symmetrisches System. Sieht aus wie Ritter gegen Robert, aber es wird dann doch was anderes hier. Und ich muss mal geschmeidig hier drauf. Wie ist er denn eigentlich ausgegangen in dieses Match gegen den Super-Expert? Ja, der Lippo ist jetzt schlauer. Aha. Der Lippo weiß jetzt, was sie noch nicht wissen. Die zweite Partie hier. Man sieht schon, trotz Megahertz-Zahl bringt's das nicht. Im Blitzen ist wohl alles möglich hier. Aber die 18, dass er mit 18 Megahertz läuft, ist das nicht so prickelnd gelaufen hier für den Turbo King. Ich weiß nicht, was er an dem beschleunigen muss. Vielleicht 100 Megahertz, dass er dann besser spielt. Er selektiert auch viele Züge aus. Da kommen dann ganz merkwürdige Partien zustande. Und auch hier wieder. Sieht ein bisschen remismäßig aus hier. Man könnte meinen, ja, vielleicht wird das der Remis, der Bauer, dieses Turmendspiel. Ich würde es eher auf Remis spielen, aber hier schon die Figur verflüssigt. Man muss quasi darauf hoffen, dass entweder die beiden Freibauern Granaten werden oder eben, dass die Bauern auf der Damenseite verschwinden und dass man dann quasi in ein Endspiel sich reinrettet. Turm gegen Springerturm. Das wäre dann sowieso nicht zu gewinnen, trotz der Mehrfigur. Und weiter geht es hier, der Freibau. Er wurde gerettet, er existiert noch auf dem Brett. Ich weiß gar nicht, wie das gelaufen wäre mit meinetwegen Turm gegen Springer Bauer oder sowas. Aber das ist ja alles hier nicht passiert. Na, Lippo muss man geschmeidig auf das Band gucken. Nur Lippo, ihr müsst auf Beenden klicken und nicht hier Affengriff und Roland für. Ich weiß nicht, warum das für Videostopp steht beim Screen Recorder. Und man sieht schon, die Partie ist gelaufen hier. Das geht gewonnen. 1 zu 1. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Die Fans, sie jaulen, sie weinen. Das ist doch ein Drama. Tschüss, bis zum nächsten Mal.